Hallo zusammen, mich hier ist wieder Chillan, schön wieder für euch in Dragonflight unterwegs und wollte ich heute wieder so ein kleines Video aus der Videoreihe Waste of Money World of Warcraft Edition präsentieren und dazu, ja, bin ich jetzt hier schon einmal auf einem Testchar oder ja, auf so einem verbündeten Volk besser gesagt, auf Draenor und hier habe ich einige Removed Items gefunden, die ich mir ganz gerne kaufen wollen würde. Ausgegeben habe ich bis jetzt noch nichts, heißt, jetzt muss ich mal kurz gucken, ja, hier. Meine Auflistung, die ich ja immer schön benutze, ist noch relativ blank und dementsprechend können wir da jetzt das ein oder andere kaufen. Gescannt habe ich auch schon und ja, ich habe hier einen Filter gesetzt, dass es mir nur Items bis Stufe 60 anzeigt. Hat den Hintergrund, hier auf dem Server habe ich keine Max-Level-Chars, dementsprechend kann ich die auch nicht lernen. Sprich, würde ich die kaufen, dann wären die hier ein bisschen getrappt. Ich habe mir schon ein bisschen Gold hier besorgt und jetzt würde ich sagen, kaufen wir das ein oder andere. Und ja, was ich jetzt so gesehen habe, ist einmal ein Item, das man aus dem alten Nax 40 bekommen hat. Und zwar anscheinend über eine Quest. Und das sind hier diese Eisfluchstulpen. Die kosten hier 50k. Ich war so ein bisschen hin und her überlegen, weil ja bald anscheinend mit 10.05 das alte Nax wiederkommen soll und man einige Items kriegen kann. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob das auch dabei ist. 50k finde ich jetzt eigentlich ganz okay. Ich würde sagen, das kaufen wir uns einfach mal an der Stelle. Also, erstes Item 50k. Dann habe ich hier eine... Moment, ich mache das jetzt mal ein bisschen anders. Ich stelle mir hier einen Postkasten auf, dass ich es gleich eintragen kann, die Sachen. Dann ist es, glaube ich, ein bisschen easier. Nehmen wir das schon mal raus. Und dann mache ich das parallel schon mal, dass ich das mit hier in die Liste aufnehme. Also 50k hatten wir hier. Dann schauen wir mal weiter. Also, was haben wir als nächstes? Das ist dann die wuchtige Machete. Die habe ich auf dem anderen Server auch gefunden. Da war sie, glaube ich, für 150k drin. Hier ist sie jetzt für 95. Das ist auch, wie ihr seht, hier unten removed das Item. Also, gibt es nicht mehr im Spiel. Und das würde ich sagen, kaufen wir uns auch mal. Nehmen wir sie gleich mal raus. Zack, die kann ich sogar wahrscheinlich mit dem auch gleich lernen. Aber das machen wir dann gleich im Anschluss, hätte ich gesagt. So, wuchtige Machete. Gut, also das waren jetzt 95. Dann, was haben wir da noch Schönes? Das hier ist jetzt aus dem Eternal Palace, kann man noch kriegen. Würde ich kaufen, wenn es unter 50k ist, machen wir nicht. Mausoleum, ähnlich gelagert, nochmal Mausoleum, okay. Dann haben wir hier Sichelaxt, die ist auch removed. Damals anscheinend aus dem Vorgebirg des Hügellands, 125k, die würde ich sagen, die holen wir uns mal. Auch raus. So, da la. Muss ich mir dann nachher noch ein paar Testchars erstellen. Also, das waren 125. Dann, was haben wir noch Schönes? Abysische Plattenbeinschützer des Feuersturms. Kosten auch 125. Die würde ich mir auch mal einmal holen. So, das war auch 125. Wir sind jetzt bei knappen 400k. Okay. So eine Million mache ich ja meistens immer. Kupferstoffhandschuhe haben wir hier. Kosten auch 125. Die sind aus dem Silberwald ursprünglich gewesen. Die kaufen wir uns auch mal. Eingetütet. Ah, da geht es natürlich relativ schnell voll, ne? Mit den Kosten. Wenn wir hier Teile für über 100k kaufen. Aber gut. Irgendwann habe ich sie hoffentlich alle. Also, jetzt sind wir bei 250. Dann haben wir hier Helm der Guribashi. Der ist aus dem alten ZG quasi ein Zonendrop. Anscheinend mit dem Revamp von ZG hat man den leider nicht nochmal bekommen. Deswegen kaufen wir uns den jetzt für 158.000. Rausnehmen, dann tun wir das auch gleich schon mal in die Liste eintragen. Also, Guribashi-Helm 158, dann sind wir jetzt bei fast 700k, okay, naja, 300-400k haben wir schon noch Spielraum. Das ist das, was ich auch noch habe. Dann ebenfalls aus ZG haben wir hier Zulianischer Zeremonienstab, den kaufen wir uns auch für 178. Den tragen wir dann auch mit ein in die Liste. 178, oh, das hat nicht funktioniert. Ah, jetzt. Okay, dann sind wir bei 850, also 150k gebe ich auf jeden Fall noch aus, alles andere weiter gucken wir dann. Was haben wir denn hier noch? Hier haben wir noch Nims Stammeskopfputz, der kostet jetzt 190
Und dann wären hier noch ein paar für 200k drin. Gut, da muss ich mir jetzt entscheiden. Ich glaube, wir kaufen hier den Stoffkopf noch für 190. Dann habe ich eh nur noch 84k hier. Heißt, dann ist eh over, was jetzt die Items hier angeht. So, dann würde ich sagen, das noch einmal. Und, wie viel waren das? Das waren jetzt 190. Das waren jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Items. Und ich habe es jetzt hier mal aufklamüsert, also 50k, ne, 95, 125, 125, 125, 158, 178 und 190. Insgesamt haben wir jetzt schon ausgegeben 1.046.000. Die muss ich natürlich dann jetzt alle noch lernen. Heißt, ich müsste mir am besten ein, zwei Testchars erstellen. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wie machen wir das jetzt am geschicktesten. Ah, ich logge mal noch auf ein anderes WoW ein. Und erstell mir da mal noch einen Char kurz. Ich denke mal, das ist das Einfachste, was wir machen können. Dann können wir nämlich die fix quasi rüberschicken. Was brauche ich denn? Ich brauche auf jeden Fall disconnected. Ups, das war jetzt nicht so clever. Oh, ich bin versehentlich auf demselben WoW wieder eingeloggt. Ach, dann erstelle ich mir den gleich hier. Also ich glaube, ich brauche einen Stoffchar und ich brauche einen Plattenchar. Okay, komm, die erstellen wir gleich mal. Also, dann erstellen wir uns einen Horden-Stoffchar. Machen wir mal Magie hier, Klassenprobe. Tyla-Stoff nennen wir den. Frostmagier. Passt. Jetzt muss ich. Ah ja, gut. Und dann erstellen wir uns noch einen Plattenchar. Was machen wir denn für einen? Am besten einen Worry, der kann nämlich alle Waffen tragen. Tyla. Platte. So, okay. Jetzt muss ich bloß wegen den Add-ons gucken. Okay, das passt. Es ist immer so ein bisschen die Problematik, wenn man einen neuen Char erstellt, dass dann alle Add-ons aktiv sind und ich habe doch ein bisschen viel tatsächlich drauf. Dann führt das teilweise halt dazu, dass du 5 Jahre im Ladebalken hängst. Gut, so viel jetzt zu den Sachen. Die können wir jetzt eigentlich schon mal hernehmen und austragen, wenn ich am Hin- und Herloggen bin. Und zwar habe ich hier meine Remove the TMOG-Liste. Das ist auch immer ganz wichtig, dass wir die Sachen raussuchen, dann sofort rausschmeißen. Also die Stulpen haben wir. Dann, das ist die falsche Liste. Dann brauchen wir die Machete hier noch. Mal gucken, ob ich die überhaupt drin habe. Da bin ich mir jetzt gar nicht sicher, weil das ein weißes Item ist. Ah, doch, die habe ich hier unten drin. Okay, I see. Die können wir einmal rausschmeißen. Da sind wir schon wieder eingeloggt. Na, das können wir zumachen, das brauchen wir nicht mehr. So, jetzt schicken wir die Items rüber und lernen die. Mal gucken, ob ich hier den Sound überhaupt angemacht habe. Ah ja, nee, wir wollen schon. Also den Sound will ich schon hören, ne, wenn man ein Item lernt. Es ist zwar nur so was Kleines, aber es ist immer wieder schön. Oh, ist doch ein bisschen laut hier. Tiller Platte, machen wir das mal so. Okay, also dem schicken wir die Platten-Dinge rüber. Das können wir rüberschicken. Das ist ein Stoff-Item. Das ist ein Stoff-Item. Den Stab können wir rüberschicken und den Helm. Und dann machen wir Tiller Stoff. Dem können wir die anderen zwei Teile rüberschicken. So, dann loggen wir jetzt mal hier aus. Das ist, man merkt schon, ne, auf so einem ganz vollen Server hat man halt schon echt richtig, richtig viele viele removed Sachen drauf. Ne? Auf den meisten anderen Servern, wo ich jetzt spiele, da ist aber weit nicht so viel. So, dann schauen wir jetzt mal, ob die Axt, ob ich die auch mit in der Liste habe. Die habe ich gar nicht drin. Interesting. Die hatte ich nicht in meiner Liste mit drin. Okay. Dann schauen wir mal das nächste. Das kann jetzt natürlich sein, dass das des Feuersturms, dass das nicht drin ist, weil die haben immer verschiedene Namen, sind aber dieselbe ID, was ich gesehen habe. Okay, seht ihr, diese Plattenbeinschützer, da ist jetzt nicht des Feuersturms dabei. Okay, das können wir schon mal rausschmeißen. Hoi, was ist jetzt los? Hat er irgendeinen Rare gefunden? Ach, den Schatzgoblin. Die sind gerade noch aktiv, Helden, wo ich das hier aufnehme. Nee, das die brauchen wir nicht. Ist ja gut, ich bin zwar ein Held der Horde, aber das brauchen wir nicht. So, also das lernen wir jetzt einmal. Das lernen wir einmal. Steht auch dran, wenn es irgendwo gedroppt ist, sollen wir es im Discord posten. Haben wir jetzt aber leider aus Maha und nicht irgendwo gedroppt bekommen.
Mal schauen, ob diese ganzen removeden Items mal irgendwann wieder reinkommen und dass ich mich ärgere, dass ich einen Haufen Gold für rausgewastet habe, aber ich glaube eher nicht. So, dann gehen wir jetzt noch auf den Plattenschar und derweil tragen wir jetzt den Rest noch aus. Also das Ding hatten wir, dann haben wir hier noch die Kupfer-irgendwas-Dinger, die können wir jetzt noch suchen, dass wir die noch rausschmeißen. Ah, seht ihr, da unten haben wir sie. Also ich habe bestimmt auch nicht 100% alle removeden Teile in meiner Liste, aber ich denke mal, ich habe schon ziemlich viel drin, ne? Also zumal es natürlich nur die BOE-Sachen sind, die seengebunden sind, die kann man ja auch nicht immer aus dem Haar kriegen. Da sieht es dann leider schlecht aus. So, können wir noch suchen. Das noch bei Z-Zulianischer. Auch noch raus und dann haben wir, glaube ich, noch eins. Ja, die Kapuze. Die habe ich schon öfter gesehen. Da habe ich mir schon das ein oder andere Mal überlegt, ob ich mir die kaufe, aber bis jetzt... Ach, schau mal, die ist sogar ganz oben, ne? Auch raus. Also ich bin aktuell runter auf 43 Items, die ich in-game noch kriegen kann. Gut, da sind die Dragonflights, Dragonflight im Singular nicht dabei. Die habe ich noch nicht eingetragen. Also die Random Raid Drops, das sind jetzt nicht so viele, aber ne, das muss man dazu sagen. Und insgesamt sind es nur 182 jetzt. Also heißt die abgezogen, dann sind es noch 139 Removede. Ob die überhaupt irgendwo im AH sind, ne? Plus halt hier unten, das sind die weißen Sachen, die ich aktuell weiß, die mir noch fehlen können. Das sind sowohl Removede, glaube ich, hier und die Non-Removeden, genau. So. Dann haben wir jetzt hier auch eingeloggt, dann lernen wir die natürlich gleich nochmal alle. Helden der Horde. Ja, ist ja gut, ich bin ein Held, ich weiß. Was ist das? Irgendein Addon-Ding, was verpackt ist? Ah, seht ihr, ich habe hier doch die Addons nicht ausgeschalten. Dachte es mir doch, es hat ein bisschen lang gedauert mit dem Einloggen, also. Lernen wir einmal. Das lernen wir einmal das hier. Das Ding. Das und das hier. Gut, und jetzt habe ich aber noch auf einem anderen Server gescannt gehabt, und zwar, jetzt weiß ich gar nicht, wo ich hier überhaupt bin, warte mal, lass mich mal kurz was, Argendorn bin ich, okay, auf Argendorn, und da habe ich hier diese Bauernschaufel gefunden. Es gibt zwei verschiedene Versionen, eine, die noch im Game ist, und eine, die removed wurde, und die war tatsächlich hier am günstigsten, ne? 150k kostet die, die werden wir uns jetzt auch mal noch kaufen. Und mal schauen, ob ich die überhaupt bei den weißen removeden Items mit auf der Liste habe. Da bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Aber das werden wir jetzt gleich nochmal schauen. So, also die Bauernschaufel, die können wir erst einmal noch eintragen. 150 war das. Dann sind wir jetzt auf 1.196.000, also fast 1,2 Millionen. Und dann schauen wir mal, ob die jetzt hier dabei ist. Nee, die hatte ich gar nicht drin, seht ihr? Also es ist nicht hundertprozentig vollständig. Gut, die hatten wir nicht drin. Okay, so viel dazu. Gut, dann sind wir eigentlich soweit durch. Halt, ich muss das Ding nur lernen, ne? Sonst wäre es jetzt bitter gewesen. So, haben wir das Themenbackteil auch wieder. Ja, das war's soweit mit dem kleinen Waste-Video. So schnell gehen 1,2 Millionen raus. Und ja, wenn ihr wollt, könnt ihr gerne beim nächsten Mal wieder reinschalten. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen guten Tag. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao.